Hallo liebe Weinfreundinnen und Weinfreunde. Heute ein kurzes Video zum Thema Temperatur beim Wein. Wie wirkt sich das auf den Geschmack und den Geruch des Weines aus? Früher hat man mal davon gesprochen, Rotwein sollte immer Zimmertemperatur haben. Ist ein heikles Thema, denn Zimmertemperatur früher und heute lässt sich nicht mehr vergleichen. Heute sollte man schon ein bisschen differenzierter an die ganze Geschichte rangehen. Es gibt natürlich Grundregeln. Weißweine gekühlt, Roséweine gekühlt, Rotweine, Zimmertemperatur in Anführungszeichen. Man kann es aber heute ja wesentlich genauer machen und es ist eigentlich recht wichtig, auch auf die Temperatur zu achten. Es gibt bestimmte Empfehlungen. Für Sekt- und Schaumweine würden wir eine Temperaturspanne von 6 bis 7 Grad empfehlen. Für junge, fruchtige Weißweine 9 bis 11 Grad. Für einen schönen Rosé 9 bis 14 Grad. Für einen etwas reicheren Weißwein, etwas schwerer, etwas höher im Alkohol 10 bis 12 Grad. Wir haben also bei den Weiß- und Rosés ungefähr eine Temperaturspanne von 9 bis 14 Grad, in der man sich bewegen kann. Bei den Rotweinen, junge, fruchtige, 12 bis 16 Grad, schwerere Rotweine aus dem Holzfass, aus dem Barrique mit hohem Alkoholgehalt, 16 bis 18 Grad. Bei Rotwein eine Temperaturspanne 12 bis 18 Grad ungefähr. Was passiert, wenn ein Wein zu kalt ist? Er schmeckt sauer. Manchmal hat man dann das Gefühl, wo sind diese ganzen Aromen? Und das sollte das Kennzeichen für Sie sein, ui, der ist zu kalt. Falls Sie mal einen zu kalten Weißwein haben, dann greifen Sie ihn einfach mal so am Glas, damit er sich etwas erwärmen kann. Da kann man auch für sich austesten. Merke ich mehr Aromen, wenn er etwas wärmer ist, merke ich weniger Aromen. Die Regel sollte auch sein, je schwerer ein Wein ist, desto wärmer, je jünger, frischer er ist und fruchtiger, desto kühler. Wir hier in der Vinothek haben natürlich da keine Probleme mit der Temperatur, weil wir haben tolle Weinkühlschränke, die sind eingestellt auf die Temperaturspannen. Zu Hause ist das manchmal ein Problem. Da empfehle ich Ihnen ein Weinthermometer. Ist wirklich eine gute Anschaffung. Es gibt verschiedene Arten. Einmal wie eine Banderole, die Sie um die Flasche rumlegen, die dann die Temperatur anzeigt. Und es gibt ganz professionell Weinthermometer, die wirklich richtig in den Wein getaucht werden und die Ihnen die Temperatur anzeigen. Die meisten dieser Thermometer haben dann auch die Empfehlungen drauf, welche Temperatur der Wein haben sollte. Probieren Sie es einfach mal aus, machen Sie selbst ein Experiment mal zu Hause. Falls Sie Fragen zu diesem Thema haben, können Sie sich gern an uns wenden oder hinterlassen Sie einen Kommentar hier bei YouTube. Wir antworten gerne darauf. Danke.